Unfassbar, ne? Ja, aber es ist halt doch ein kleiner Unterschied vom Geschmack her. Oh ja. Ich glaube, das ist nochmal ein Schwertfisch. Ja, ist nochmal ein Schwertfisch. Schön. Oh ja, der Schwertfisch bringt gar nicht so wenig Geld. Ich glaube, das war über 300 pro. Hm, ist doch nicht schlecht. Oder? Übertreibe ich jetzt? Ich hoffe, du untertreibst. Nee, mehr als 300 war es definitiv nicht. Ach komm. Ich glaube nämlich, der teuerste Fisch, den ich geangelt habe, war, glaube ich, ein Schwertfisch. Na, auf jeden Fall habe ich gerade noch meinen dritten an Angeln. Alter! Du hast aber auch echt ein Glück mit dem blöden Angeln. Ich glaube, ich habe echt Pech mit diesen blöden Werkzeugen. Meinst du? Ja. Besonders mit der Angel, die regt mich schon immer auf. Ich glaube, die will mich mobben. Die macht das absichtlich, dass ich irgendwie nichts Tolles angeln kann. Oder wenn ich dann was Tolles geangelt habe, dann nur einmal und dann kommen nur noch Oktopusse oder so. Deine Angel mag dich nicht. Nee. Sie will dich grundsätzlich mobben. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, warum nicht? Kann ja sein. Ja, du stehst da jetzt noch nicht so lange und hast schon voll viele gute Fische gefangen. Naja, drei Fische. Drei Schwertfische. Ja, drei Schwertfische hintereinander. Das ist nicht schlecht. Drei Fische überhaupt erst geangelt und das sind gleich drei Schwertfische. Ja, leck mich doch, ey. Ungern. Was sollst du jetzt... Ja. Was? Hä? Da beißt was an, ich bin gerade erschrocken. Hilfe, Hilfe, ein Fisch beißt an. Und es dauert schon wieder so lange. Oh, jetzt hat er noch einen Thunfisch, ne? Ich glaub's ja nicht. Ich werd gemobbt. Ich fühle mich ernsthaft gemobbt. Ja, irgendwie wirst du jetzt gerade noch von meiner eigenen Angel gemobbt, weißt? Weil bei mir halt da gleich so viel gute Scheiße anbeißt. Mobbing! Armes Kaiulein. Ja, ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, das muss ich doch sagen. Nein. Ja, doch? Nein. Ja, doch? Ich will kein Mitleid. Ja, das muss ich aber trotzdem sagen. Warum? Ich brauch dich noch. Hä? Wofür? Ja, ich brauch dich noch hier bei Harvest Moon. Ich brauch dich noch bei Zelda. Da darf ich dich doch nicht so viel mobben. Ach so. Nee, eigentlich mobbt mich ja auch gerade nur die Angel. Deine sowohl wie meine. Stimmt auch wieder. Ach ja, da beißt gerade wieder sowas Gutes an. Ein Thunfisch. Ja, ist doch nicht schlecht. Ja, gerade läuft so ein bisschen mit der Angel. Oh, ist doch gut. So ein bisschen nur. Nicht sehr. Sag mal, jetzt wirst du schon wieder frech. Ich frech? Das läuft gerade nicht so gut, nee. Ich bin mir sicher, bei dir läuft's besser. Jetzt knurrt sie mich schon an. Ja, das kann ich sehr gut. So. Ich würde jetzt da so machen wie hier der Panda-Bär, aber ich bin darin nicht so gut wie du. Genau das. Das mache ich jetzt lieber nicht nach. Versuch's? Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einfach nur nicht die Stimme dazu. Du brauchst dafür halt eine... rauere, aggressivere Stimme. Ja, du brauchst dafür so eine aggressive Stimme, wie ich sie halt hab. Das kann sehr gut sein. Immer diese Aggro-Stimme, das ist ja unfassbar. Ja, ich hab halt die aggressivere, kräftigere Stimme für den Punkt und du hast halt die weichere. Mhm. Aber gut, das ist auch normal, du bist eine Frau. Das stimmt. Und die haben halt dann meistens die weicheren Stimmen. Obwohl du mich schon Karl genannt hast. Ich würde dich doch niemals Karl nennen. Nein! Nie! Nein! Niemals Karl, Julian.
Ach ja, da beißt gerade wieder was Großes an. Yay! Ein Thunfisch? Zum Schluss nochmal ein Schwertfisch. Wow, cool. Das war aber auch jetzt echt knapp mit der Energie, muss ich sagen. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Du hast ja echt nur noch so ein Fitzel Energie. Ja. Kann man eigentlich... Oh, das habe ich noch nie ausprobiert. Kann man mit einem Tom-Tom-Pilz kochen? Kann man den essen? Nehme mal an, ja. Echt? Der sieht so unfassbar giftig aus. Also ich nehme es jetzt einfach nur mal an. Ich finde, der sieht giftiger aus als alle anderen. Also ich kann ihn nutzen, soll heißen, ich könnte ihn essen. Nein, nein, der ist für dein Hexilein. Eben. Der ist rein für mein Hexilein, für niemand anderen sonst. Du hast in dem Spiel noch nie einen Kräutertee gekocht, kann das sein? Kann sein, ja. Aber dafür beißt halt gerade wieder ein Thunfisch an. Nicht schlecht. Ja, ich habe in meinem Spielstand bestimmt schon 130.000, naja, das ist übertrieben, aber echt viele Kräutertees gekocht. A, zum selber trinken und B, zum verschenken. Weil fast alle zumindestens Kräutertee mögen. Ja, das habe ich gelesen, dass Kräutertee leicht herzustellen ist. Ja. Und jeder ihn eigentlich mag. Also jeder mag ihn mindestens. Naja, zumindestens fast. Aber doch, ja. Bestimmt 80% der Leute mögen ihn. Eben. Der Großteil auf jeden Fall. Und so... Ah, jetzt habe ich zu viel. So Christina liebt ihn und... wer liebt ihn noch? Da der Typ sie... Der Arzt Max liebt es und die... Sigi mag ihn, glaube ich, auch. Ja, sie mag ihn, aber sie liebt ihn nicht. Ja, das weiß ich sie nicht. Liebt Grüntee, genauso wie Rupert Grüntee liebt und Tobi liebt Grüntee. Den kannst du irgendwie anbauen im Sommer. Okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Worüber? Und angsterflößt. Was? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei mir ist gerade komplett das Bild verschwunden. Ja, bei mir hat es irgendwie auch gerade kurz gehakt, aber... Bei mir war das komplette Bild weg, es war der Sound weg, es war alles weg. Ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder da, ja. Ja. Ich habe währenddessen einfach weiter A gedruckt, weil ich einen Fisch an der Angel hatte, aber... Naja, du hattest jetzt auch keine andere Wahl, ne? Eben. Sag mal, jetzt habe ich aber wirklich viel Glück. Jetzt ist schon wieder ein Thunfisch an der Leine. Du hast immer Glück. Ich habe, glaube ich, den einen Tag echt fast den ganzen Tag nur geangelt und hatte insgesamt nur 6 Thunfische. Du hattest nach dem einen Part, ich glaube, 9 Thunfische und hast nicht die ganze Nacht geangelt. Das weiß ich noch. Ja, also, gerade eben habe ich ein bisschen Glück. Ein bisschen ist nicht schlecht. Ja, so 2-3 Thunfische und 2-3 Schwertfische habe ich gerade, auf jeden Fall. 2-3. Ist klar. Ja, so viele sind es jetzt auch wieder nicht. Oh. So. Denke ich jetzt einmal. Ja, sowas angle ich dann ganz oft irgendwie, habe ich immer so das Gefühl. Ja, gerade immer angle ich ja auch nur noch das Viech irgendwie. Na gut, dreimal hintereinander halt mal kurz. Gleich kommt wieder so ein Schwertfisch vermutlich. Ein Orca-Wal. Das wäre krass, wenn man so einen Aal wangeln könnte. Genau. Das wäre so geil. Das ist ja das, was ich an One Piece so geliebt habe, an Unlimited Cruise. Dass man nicht nur die kleinen Fische, sondern auch, wenn man eine bessere Angel hat, zum Schluss hat die richtig krassen Viecher angeln kann. Ah, das ist cool. Das ist richtig geil. Es ist unsinnig, es ist idiotisch, aber es ist halt einfach nur noch geil. Weil man es kann. Ja. Und das würde ich halt auch geil finden, wenn man einfach mal nur die Idiotie... in den Vordergrund stellt und die Logik komplett weglässt und man einfach mal ein Orca-Wal angeln kann.
Tja, in Harvest Moon könnte man ja echt noch so viel rumspinnen. Wir haben ja wir haben ja schon gemeinsam so viel rumgesponnen, was man in Harvest Moon alles machen könnte, ne? Das ist ja echt witzig. Das ist wirklich witzig. Ja, ein bisschen was. Ein bisschen was haben wir da gemacht. Ganz aber leicht. Insgesamt, ich finde, das Tolle an Harvest Moon ist, das Spiel hat wahnsinnig viel Potenzial. Oh ja. Das Spiel hat extremst viel Potenzial. Das Traurige dabei ist einfach nur, dass vieles nicht ausgenutzt wird. Das Spiel hat so wahnsinnig viel Potenzial, aber vieles wird davon einfach nicht ausgenutzt. Das stimmt. Ja, weil es vermutlich dann auch irgendwann zu viel ist, das alles zu programmieren bestimmt. Das ist auch wieder wahr. Kann ich mir jetzt, also ich habe keinen Plan davon und so, ne, aber könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das halt... Ja, ich habe davon jetzt auch keinen Plan, aber das ist jetzt auch nur rein spekulativ gesehen. Es ist ja viel Arbeit, was man in so ein Spiel reinsteckt und... Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wenn du mal bedenkst, das ganze Spiel ist schließlich nur auf so einer dummen DVD drauf. Ja. So ist es sicherlich schon eine Mega-Arbeit, aber trotzdem, Harvest Moon hat halt echt wahnsinnig viel Potenzial. Einmal noch. Und das ist halt, was ich so an Harvest Moon mag. Vor allem, man muss sich nicht an das Spiel halten. Man muss sich nicht an die Story halten, was vorgegeben ist, sondern man kann es spielen, wie man will. Ja, das stimmt. Und das ist halt, was ich daran so mag. Du hast bei jedem anderen Spiel, Final Fantasy, Zelda oder weiß Gott, was du spielst, hast du immer deinen Strang, den du entlang gehen musst. Du kannst ein bisschen abwandern, aber du musst im Endeffekt trotzdem diesem Weg folgen. Ja, das stimmt. Und das ist bei Harvest Moon eben nicht der Fall. Da gibt's gar keinen Weg. Naja. Oh, zum Schluss beißt noch mal was Gutes an. Du kannst bei Zelda auch den ganzen Tag nur Hecken schnetzeln. Ja, aber ich meine, damit du das, den eigentlichen Sinn des Spiels hast. Mhm. Und so gibt es ja in dem Spiel keinen eigentlichen Sinn. Außer das mit dem Erntebaum-Dingenskirchen. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Das stimmt. Eigentlich ist Sinn des Spiels, Sinn des Spiels, eine Farm aufzubauen? Ja. Eine Farm aufzubauen und dann so aufzubauen, wie du sie willst. Stimmt. Du kannst dir das Ende vom Spiel, sage ich jetzt einmal, das Ziel vom Spiel, kannst du dir halt selbst setzen. Ja, du kannst dich nur auf Tiere spezialisieren, wenn du da Bock hast. Du kannst überhaupt gar keine Tiere haben, überhaupt nichts anbauen und den ganzen Tag nur in die Mine gehen oder angeln oder so, wenn du wolltest. Eben. Sagen wir es mal so, du hast ein Ziel, das ist jetzt der Erntekönig, ja. Aber wie du dieses Ziel erreichst, ist komplett egal. Stimmt. Du könntest das kannst du erreichen, wie du willst. Du könntest auch den ganzen Tag gar nichts machen und einfach nur rumlaufen und dir die Gegend angucken mit der Kamera. Prinzipiell gesehen, ja. Das müssten wir eigentlich wirklich mal machen. So ein bisschen, sinnfreie Parts, wo wir in die Häuser gehen und mit der Kamera uns Sachen ganz genau angucken. Weil ich finde, das muss man echt in diesem Harvest Moon Teil sagen, die Häuser innen drin, die sind so detailliert und liebevoll gestaltet, wenn man da mal darauf achtet. Ne? Das ist richtig, richtig geil. Hier scheint was vergraben zu sein. Yay, yay, im tiefen Beton. Wir graben uns durch den tiefen Beton. So muss es sein. Ein Topaz und funkelndes Parfüm. Ui, das war aber jetzt gar nicht so schlecht. Noch eine, okay. Wie lange geht es noch? Dies ist der letzte Hinweis. Dort, wo der Wächter seine Flügel ausbreitet und in Richtung schöner Blumen schaut. Dort, wo der Schatten auf 8 Uhr fällt. Dort suche nach dem Schatz. Gott! Gott, hört sich das kompliziert an. Okay, also. Dort, wo der Wächter seine Flügel ausbreitet. Irgendwas, wo fliegen kann. Oder Flügel sind wieder nur symbolisch gemeint. Das kann ja auch sein. Und vor allem jetzt, welcher Wächter? Wächter von was? Und vor allem in Richtung schöner Blumen.
Dort, wo der Schatten auf 8 Uhr fällt. Also irgendwo, wo es Blumen gibt und um eine bestimmte Uhrzeit, nämlich 8. Entweder das oder 8 ist wieder so eine Richtungsangabe. Naja, aber wenn du keine Vergleichszahlen hast, macht das keinen Sinn. Tusche. Ich glaube dann tatsächlich, dass das eine Uhrzeit sein muss. Hier zum Beispiel musstest du ja auch abends hin, damit man sieht, dass das leuchtet. Ja, aber es musste nicht 9 Uhr aber sein. Aber dort, wo der Schatten auf 8 Uhr fällt, klingt schon ziemlich nach einer Uhrzeit. Ja. Aber auf jeden Fall ein Wächter. Und schöne Blumen. Dort, wo der Wächter seine Flügel ausbreitet. Also ich würde danach suchen, erst nach Blumen, da wo halt Blumen sind. Und dann gucken, ob da irgendwas in der Nähe ist, was an einen Wächter erinnert. Oder? Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Nur jetzt muss ich halt erstmal überlegen, wo hier ein schönes Blumenfeld ist. Ja. Auf jeden Fall muss es draußen sein. Denke ich mal. Ja, das ist klar. Bei Schatten, aber ein Wächter. Uhr. Ein Wächter, der seine Flügel ausbreitet. Weißt, auf den ersten Blick hört sich das an wie ein Adler. Ja, irgend so ein Vogel, ne? Finde ich auch. Ja. Ein Adler, Greif oder irgend sowas halt. Geist? Ich kann nicht mit Geist. Ach so, wahrscheinlich, weil es noch zu spät, weil es noch zu früh ist. Es ist ja gerade mal 7:30. Oh. Vielleicht muss es dafür Mitternacht sein. Ah ja, kann es war ja sein. Da, wo ich da war, irgendwas mit Mitternacht. Stimmt, du bist runtergegangen, da war es 12:00 vermutlich. Da war es extrem spät, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann warten wir jetzt einfach mal. Und währenddessen können wir mal spekulieren. Blumenfeld. Also Gamonemine fallen mir keine Blumen ein. Kein einziges. Mir fällt jetzt ein einziges ein, das beim Kantatenviertel schon bei den Flötenfeldern ist. Das ist dieser eine große Hügel, wenn man das als Blumenfeld betrachten will. Aber da sieht alles drumherum so kahl aus. Na, da ist doch nichts. Das Einzige, was mir sonst noch einfallen würde, ist die Tukaninsel. Ja, das stimmt. Da sind auf jeden Fall Blumen, ne? Eben, da sind wahnsinnig viele Blumen. Und da steht auch viel Gedöns rum, so am Haus. Da steht sehr viel rum, ja. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Tom-Tom-Wald hat ja auch eigentlich keine Blumen. Eher Pilze und hinten der sumpfige Teich, aber da sind, glaube ich, keine Blumen. Nee, da ist auch nichts. Nee. Was bleibt denn noch? Eigentlich bleibt fast nichts mehr. Hinten bei der Glocke, bei der einen, war das die grüne Glocke? Die mit dem Wind. Ich weiß, wo du meinst. Ja, das sind aber keine Blumen. Das sind keine Blumen? Ich hab das so idyllisch im Hinterkopf. Hatte ich auch. Aber warte mal. Piratenkönig Johnny hat ja potenziell eher was mit Meer zu tun. Ne? Dann würde ja Tukaninsel echt am meisten Sinn machen. Genau, deswegen meine ich ja. Dass die letzte Karte einen auf die Tukaninsel führt, weil ein Pirat ist ja auf dem Meer. Natürlich, gleichzeitig musst du bedenken, dass wir hier selber gerade auf einer Insel sind. Dass Harmonika selber auf einer Insel liegt. Ja, aber ich finde, da ist so Meer und Strand eigentlich gar nicht so weit weg bei der Schatzsuche. Ja. Auf jeden Fall ist es eine gute. Auf jeden Fall finde ich, Tukaninsel ist eine relativ gute Idee. Mhm. Ja, finde ich auch. Das ist eine ziemlich gute Idee. So, jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Geist hier mal erscheint. Gibt's denn sonst noch irgendeine andere Idee? Nee, ne? Mir fällt nichts anderes ein, außer der Tukaninsel. Ehrlich gesagt. Ja, weil... Bei der Tukaninsel, aber gleichzeitig muss ich halt dann bedenken, Tukaninsel, was soll da bitte dieser Wächter sein? Das weiß ich auch nicht. Was soll da ein Wächter sein? Der Panda-Bär kriegt Flügel. Oder der Pinguin. Ja, genau. Der Pinguin, das wird sein. Der Pinguin zieht sich dann um und daraus wird ein Greif. Genau so wird es sein. Oh, cool.
Oder es ist Super Pinguin. Super Pinguin, yay! Hat er dann einen Umhang? Ja. Willst du jetzt rumlaufen und nichts machen? Ja. Du hättest dir auch irgendwo noch schnell angeln gehen können. Ja, aber du hast Angst, die Zeit zu verpassen, quasi mit dem Geist. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, dann müssen wir halt warten. Leider. Hier am Friedhof gibt es noch eine zweite Quest, die man auslösen kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass man dafür mit Max befreundet sein muss. Oh, es geht los. Ui. Doch nicht 12, sondern schon früher. Ich habe einfach immer wieder mal angesprochen. Ah, cool. Sie versteckt sich immer im Kuhstall, wenn wir uns gestritten hatten. Ja, das sind die Hinweise anscheinend. Sie lehnten sich an die Kühe und weinte dort. Oh. Sie ist so alleine und so nett, dass alle Tiere sie mögen. Wie Lina. Ja, eigentlich echt fast wie Lina. Ja. Schade, dass Lina sie nie kennengelernt hat. Ja, aber wenn sie halt vor ihr schon gestorben ist, weißt. Ja, es ist schon traurig. Das ist unsere Spieluhr. Tom, Anna ist schon 20 Jahre tot. Oh. In Wirklichkeit wusste ich das. Was? Ich habe es gespürt, dass sie nicht länger unter uns weilt. Aber das ist okay. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich habe das Gefühl, dass sie mich noch liebte, weil sie die Spieluhr behalten hat. Tom. Spike, vielen Dank. Ich bin sehr glücklich, deswegen vertraue ich dir ein Geheimnis an. Der Tom-Tom-Wald ist nach mir benannt. Ja, bestimmt. Tom, ich wette, Anna wartet auf dich. Gib sie ihr. Was? Was gibt sie ihr? Was laberst du? Hast du dir die Spieluhr gegeben oder was? Tatsächlich. Was habe ich jetzt davon gehabt, dass ich diesem scheiß verfickten Geist geholfen habe? Hallo? Hallo? Hallo, das war nur ein Event und so. Ja, aber ich will auch irgendwas dafür haben. Herzteil, ne? Ja, irgend sowas. Keine Ahnung. Herzteil, Powerbeere, Masterschwert. Ach komm. Blöder Geist. Da helfe ich dem da, dass er hier seinen dummen inneren ewigen Friedenteil da findet. Ja, was soll er dir denn geben? Er hat doch nichts. Er kann ja noch nicht mal irgendwas anfassen. Oder denkst du, er hat den Diamant ausgegraben aus der tiefsten Erde? Keine Ahnung, dass er halt eine Powerbeere oder sowas hat. Warum sollte er eine Powerbeere haben? Ja, warum sollte er nicht irgendwie eine Schatzkarte im Kopf haben? Von dem willst du auch noch eine Schatzkarte haben? Nein, wenn er einfach sagt, weil du mir geholfen hast, vertraue ich dir ein Geheimnis an, geh mal da und da hin oder schau mal da und danach, da gibt's was Tolles. Naja, gut. Das meine ich damit. Mhm. Und dass es da dann zum Beispiel eine Powerbeere gibt. Mhm. Oder ein Herzteil. Genau. Dann wird deine Energieleiste aufgefüllt, ne? Ja, genau. Aber nur um ein Viertel, weil es ist ja nur ein Viertel des Herz. Wobei man wieder dazu sagen muss, dass es in, sag schon. Zelda? Twilight Princess ja 5 Herzen waren. Stimmt. Da waren es 5 Herzteile. Das war so bescheuert. Stimmt. Stimmt. Das fand ich so bescheuert. Dass sie das dann aufgeteilt. Weißt du, der Klassiker, das Herzteil. Dass man den auseinander nimmt. Nein, das geht gar nicht. Nee, das stimmt. Ich finde, das ging gar nicht. Das Herzteil war. Die Herzteiljagd war das, was Zelda immer so ausgemacht hat. Da waren es immer 4 Herzteile, die du gebraucht hast für den Herzcontainer. Boah, 6 Schwertfische. Und 4 Thunfische. Schon nicht schlecht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das behalten soll, das Parfüm, oder ob ich es verkaufen soll.
Ich könnte es an meine Hexe schenken, aber die freut sich eher über einen Tom-Tom-Pilz. Das stimmt. Also verkaufen wir es. Ich glaube, Selina mag Parfüm. Du würdest einfach verkaufen. Also ich glaube... Ansonsten mache ich irgendwann mal Parfüm, das kann man ja auch selber machen. Ich glaube, ich hätte mir als Mann vermutlich auch Selina gekrallt. Selina oder Selina die Hexe? Selina hat dich ja auch erst überlegt. Weil ich die ja auch toll finde. Ja. Und sie hat wieder von mir geträumt. Sie träumt jede Nacht von dir. Baby schläft. Geh mal nochmal schlafen. Mein Baby ist süß. Also ich glaube, ich hätte echt gerne die Hexe geheiratet, aber hätte mich vielleicht wegen der grauen Haare doch für Selina entschieden. Ja, ich sehe es ja dann, wenn mein Kind ein bisschen größer ist, ob es dann auch noch so graue Haare hat oder was es dann für Haare hat. Es hat garantiert graue Haare. Das sehe ich ja dann. Aber egal, bei der Hexe sieht es auf jeden Fall cool aus. Ja, das stimmt. So, jetzt erstmal wieder mit meiner kleinen Marlene hier spielen. Aber ich glaube, der Hexe hätten auch schwarze Haare gut gestanden, glaube ich. Sicherlich. Ich sag's mal so, die Hexe ist toll, der steht alles. Gibt's irgendeine Frau hier, die schwarze Haare hat? Mir fällt gerade keine ein. Schwarz jetzt direkt fällt mir jetzt auch keiner ein. Nee, ne? Witzig. Nur Max hat nee. Schwarze Haare. So, dann kriegst du jetzt noch deine... Nein, nicht die Rassel, die willst du nicht. Willst du nicht mit der Hexe und der Rassel spielen? Komm, Hexilein, Gucci, Gucci, Gu. Ich will mit meiner Hexe spielen, aber das sind keine Rasselspiele. Oh. Du willst ihr die Rassel sonst wo hinstecken. Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Du hast es weißt du, aber dann wird zu mir gesagt, dass ich versaut bin. Aber dann wird zu mir gesagt, dass ich versaut bin. So, was wollte ich jetzt eigentlich nachschauen? Ach ja, genau. Was denn? Ah, yeah, sie hat ein Herz mehr. Wie? Sie hat jetzt 19 Herzen. Dann hast du ja bald eine Powerbeere. Deswegen. Oh, ich finde es so süß, wenn meine kleine Marlene immer so lacht. Ja. So. Chip, wo ist... Oh, das wird so lange dauern, bis sie groß sein wird. Das ist voll schlimm. Ja, das stimmt allerdings. Man muss so ewig warten in diesem Spiel, bis das Kind groß wird. Oh, ich hasse das. Ich wünschte mir, das geht schneller vorbei. Ja, es wird wahrscheinlich ein ganzes Jahr dauern. Vermute ich jetzt mal, wenn nicht sogar länger. Nee, kein ganzes Jahr, aber... Vielleicht ich hätte jetzt damit schon gerechnet, dass... Also ich hätte schon damit gerechnet, dass es ein halb, dass es ein ganzes Jahr dauert. Nee, das dauert... Ich glaube, ich schätze das so auf ein halbes Jahr vielleicht. Aber das ist schon lange. Was verstehst du jetzt unter groß? Was verstehst du jetzt unter groß? Dass es hier aus der genau, Krippe dass rauskommt? Dass es als Kind rumlaufen kann. Achso, okay. Na gut. Aber selbst wenn es nur ein halbes Jahr ist, es wird dauern, ja, aber es wird toll sein. Ja, das stimmt. So, nicht mehr viele Tage. 25, 26, 27, 28, 4 Tage sind es noch. Yay, voll cool. Demnächst sind jetzt müssten jetzt meine Dinger fertig sein. Eventuell heute sogar schon. Welche Dinger? Ja, du weißt schon, mein Buchweizen? Ja, genau. Eventuell heute schon fertig. Spätestens morgen ist das eine Feld fertig. Ja, dann ist vermutlich die Ernte dann auch für dieses Jahr vorbei. Richtig, die ist ja dann auch vorbei. Aber dann habe ich ordentlich Geld gemacht im Winter, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich ordentlich Geld fürs Neujahrsfest. Yay! Mehr als genug. Sehr geil. Hoffentlich. Würde ich jetzt einfach mal so anmerken. Ja, bestimmt. Also da muss ich dann genug haben. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann bei den nächsten Malen. Mhm. Wenn wir dann mal so weit sind und der Winter vorbei ist. Und dann haben wir es hoffentlich endlich mit der Schatzkarte geschafft. Ja, langsam aber sicher nimmt das alles hier ein Ende, du. Das erste Jahr nimmt ein Ende, dann nimmt der... ja, der Winter an sich natürlich dadurch auch. Klar, die Schatzsuche nimmt ein Ende und ich will das alles noch... mal hier zu Ende bringen, weil ich es ja schon mehrmals minimalst angedeutet hatte, dass ich, wenn ein Jahr um ist, eine Pause von dem Spiel machen will.
Das hat sich jetzt schon mehrmals so ein bisschen angedeutet. Und deswegen will ich das jetzt alles noch so ein bisschen schnell schaffen. Deswegen will ich die Karte so machen und so, ja. Passt schon. Passt schon. So ein bisschen was, ja. Das passt dann schon. Aber ich würde mal sagen, da, bis dahin dauert es eh noch ein bisschen. Ein paar Tage haben wir bis dahin noch. Und, naja, noch ist das Jahr nicht vorbei. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.